Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute sprechen wir über Space Marine 2. Manch einer fragt sich jetzt vielleicht, ja, jetzt macht er doch hier wieder Gaming-Content. Ja, an dieser Stelle schon ausnahmsweise, weil ich mich tierisch schon auf dieses Game freue, einfach auch privat. Und in den letzten Tagen und Wochen sind neue Trailer erschienen mit Gameplay-Szenen und mit vielen weiteren Informationen. Deswegen habe ich einfach Bock drauf, dieses Video zu machen und deswegen möchte ich das mit euch zusammen heute auch tun. Wir werden also alle drei Trailer angucken, die erst kürzlich erschienen sind. Einer davon läuft bereits im Hintergrund und wir werden dann auch häufiger mal Pause machen, um einige Details festzuhalten zum Game. Man konnte nämlich aus dem Material auch rausfiltern, zum Beispiel welche Waffen es gibt, wie man sich die eventuell freischalten könnte, welche Systeme da im Hintergrund sind und welche Klassen es auch geben wird in diesem Game. Zu den Klassen kann ich vorweg auch schon mal sagen, dass es so sein wird, ihr werdet in der normalen Kampagne, wo die Story stattfindet, werdet ihr sozusagen als ein Allrounder spielen, aber bei diesen Koop-Missionen, die man machen kann, dann mit Freunden auch zusammen zum Beispiel oder auch im PvP, da geht es dann darum, da kann man eine Klasse wählen. Das heißt aber, ihr solltet euch dessen bewusst sein, in der Singleplayer-Kampagne sozusagen, könnt ihr keine Klassenwahl, da habt ihr keine. Ja? Nur mal das vorweggeschoben. Jetzt steigen wir einfach mal ein mit dem längsten und ich glaube auch wichtigsten Trailer zu Warhammer Space Marine 2. It's scatter like rats. And if you're wrong, if it's not there, I cannot afford to throw men after a hunch. Give me 2 squads. 3 Space Marines. That's all I can spare. Brief them immediately. Approaching drone, sir. Talasa, we are almost there. What is your status? Drop complete. Moving to objective. Acknowledged. Proceeding to relay. Talasa on the march to take that Hive Tyrant's head. Maintain Vox reports. Hier wird natürlich auch schon ein bisschen dargestellt, ihr achtet ja mit Sicherheit auch schon darauf, die Helme zum Beispiel oder bei den Waffen natürlich, wie sich das unterscheidet. Das heißt, es wird in diesem Spiel auch Cosmetics geben, die man sich frei spielen kann. Wie es da aussieht bezüglich Microtransactions, kann ich euch persönlich jetzt noch nichts sagen. Wir werden uns aber im Laufe des Videos auch noch die Vorbestellerpakete angucken und vielleicht findet man da noch ein paar Details raus, die wichtig zu wissen sind. Clear that wall-climbing scum! Death to all Xenos! Now we end this. Also hier werden schon unterschiedliche Klassen gezeigt, das nun mal kurz auch noch mit reingebracht. Achtet darauf, manche Klassen werden hier schon gezeigt. 3 Spieler Co-op Operations, ne, nennt man das. Das ist quasi dann der Content, mit dem man sich beschäftigen kann, nachdem man die Kampagne durchgespielt hat. Ich glaube nicht, dass man die Kampagne erst durchspielen muss, um diese Operations machen zu können. Könnte allerdings natürlich auch sein, aber wir haben dazu bisher keine Informationen, soweit ich weiß. Auf jeden Fall ist das ein Modus, mit dem man sich dann natürlich auch auf lange, lange Sicht beschäftigen kann, wenn man möchte. I have been dying to carve up some Xenos. Bomb is in place. 6 Klassen, die man nicht nur spielen, sondern auch upgraden kann. Die werden Levels haben, soweit ich informiert bin. Gucken wir uns auch gleich noch in einem Bildschirm an. Base command. We can make it. Keep going. So, jetzt kommt Customize Your Space Marines. Also das können wir machen im Laufe der Zeit mit unserem Fortschritt und so weiter. Das sind Motivatoren, würde ich jetzt mal so meinen. Ich finde sowas natürlich immer toll, wenn man customizen kann. Da ist dieser Rollenspielaspekt mit dabei und sowas liebe ich bei allen Games, wenn das drin ist. So, und hier in diesem kurzen Bildschirm seht ihr wirklich schon sehr viele Informationen. Deswegen halten wir hier auch kurz an. Es gibt 3 Loadouts, die man dann sich ausslotten kann, zwischen dem man dann wahrscheinlich sehr schnell hin und her wechseln kann, sonst gibt es keinen Sinn für so einen Loadout. Und man hat eigentlich die gleiche Verteilung wie bei Space Marine 1, nämlich eine Primärwaffe, Sekundärwaffe und eine Nahkampfwaffe. Und ich glaube, das wird bei allen anderen Klassen auch so sein. Wir sehen sie hier oben schon eingeblendet. Das sind die 6 Stück, die erwähnt wurden schon. Also Tactical, Assault, Vanguard, Bulwark, Sniper und Heavy. Und das mega interessante natürlich auch noch ist, dass wir hier den Skilltree sehen und wir haben hier Level 25 maximal. Das heißt,
Wir verteilen dann, ich denke mal, wir gehen von hier aus runter und bei jeder Linie quasi müssen wir uns zwischen einem von diesen drei entscheiden und eine Entscheidung treffen, was wir verstärken möchten. Hier sehen wir natürlich viel, ich denke, da wird auch einiges an Buffs mit dabei sein für verschiedene Waffentypen und so weiter. Und das Interessante ist hier auch, wenn man drauf schaut, dieses Symbol ne, fürs Team wahrscheinlich, ne, weil da sind drei Köpfe drauf und es ist ein Drei-Spieler-Team. Hier kann man dann wahrscheinlich auch von einem von diesen drei wählen, was man da haben möchte. Hier ist irgendwas mit Lebensregeneration wahrscheinlich, hier mehr Schaden oder mehr Genauigkeit zum Beispiel. Vielleicht sind das eine Art Aura oder ist es eine Aura oder sowas in der Hinsicht. Auf jeden Fall cool, dass man sowas hier auch zur Wahl hat. Hier sieht man dann schon ein bisschen, wir hatten schon ein Bildschirm davor, aber das ist jetzt ganz gut. Wir sehen hier nämlich, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, hier einfach Individualisierung mit reinzubringen. Sogar an dem linken und rechten Knie sozusagen und hinten auch. Also 2, 4, 6, 8, 10 Slots, um was zu machen. Und da werden ein paar von diesen Sachen gezeigt, ne? Und hier sehen wir zum Beispiel den Vanguard, auch eben das gleiche wie besprochen. Hier sieht man auch den Skilltree auch nochmal. Es ist ebenfalls das gleiche Motto zwischen diesen drei Skills oder Verstärkungen in einer Liste zu wählen. Und hier gibt es ebenfalls nochmal so einen Bonuseffekt wahrscheinlich für das Team. Ebenfalls hier beim Bulwark, das ist derjenige, der mit dem Schild unterwegs ist. Das heißt, es wird auch bestimmte Waffentypen, Waffenarten geben für bestimmte Klassen. Ja, also ich gehe stark davon aus, dass niemand außer der Bulwark ein Schild tragen kann. Und das macht diese Klasse dann auch einzigartig. Was er dann hier noch ausrüsten kann, steht natürlich erstmal außer Frage. Wir haben hier eine Art Banner, das heißt, wir haben hier, und das wurde auch in einem Interview schon bestätigt, einen Tank. Das ist tatsächlich ein Tank, nicht nur vom optischen Eindruck, sondern auch von der Rolle, die er erfüllt. Das heißt, wir werden hier einiges an Buffs haben. Wir werden hier solche Standarten haben, die in einem gewissen Bereich wahrscheinlich Lebensregeneration, Verteidigung erhöhen. Und er kann mit dem Schild sehr wahrscheinlich schützen, wegstoßen, eine Fläche irgendwie abschirmen. Ich denke, solche Sachen wird der Bulwark können. Und hier haben wir ebenfalls nochmal fürs Dreier-Team bestimmte Buffs, denke ich mal. Und das finde ich extrem cool, dass da jeder als Klasse nochmal die Option hat, was zum Team beizutragen. Finde ich nice an der Stelle. Sniper. Der Sniper soll sogar in der Lage sein, in Stealth zu gehen. Wahrscheinlich ist das auch dieses Symbol, was das so ein bisschen anzeigen soll. Hier ist es voll in weiß und dann wird es so eher in die Schatten gehend. Und der soll eher so in die Richtung sein, dass er natürlich sich aus dem Kampfgeschehen meistens eher raushält, sondern von außen attackiert oder von hinten attackiert zumindest. Er hat allerdings auch ein Messer, das heißt, er wird auch von hinten irgendwo reingehen können, wahrscheinlich ins Getümmel. Denn der Nahkampf ist ja bei Space Marine 2 immer ein Bestandteil vom Spiel. Also ich gehe davon aus, dass sie bei Space Marine 2 das nicht anders machen als beim Teil 1. Das sollte man sich bewusst sein. Es ist nicht nur immer ein reiner Shooter, sondern man wird auch manchmal in manchen Situationen gezwungen, sich mit den Feinden irgendwie auseinanderzusetzen. Zum Beispiel auch, wenn die Munition knapp wird. Das war beim Teil 1 manchmal auch so, wenn man zu viel geballert hat. Ja, dann musste man dann doch mal das Nahkampfgerät auspacken und dann doch halt eben gegen die Feindeshorden face-to-face reingehen. Und da es auch Mechaniken geben wird in diesem Spiel, wo man sich Lebenspunkte oder zumindest Panzerung wiederherstellt, indem man Feinde auf eine gewisse Art und Weise tötet, ist das natürlich, schließt das sich natürlich an. Ja, auf jeden Fall cool. Wir haben hier schon mal die Skill Trees gesehen, Level 25 maximal. Wir haben hier mehrere Entscheidungsmöglichkeiten, um wirklich eine Individualisierung für unseren eigenen Spielstil zu machen und noch eine Auswahl eben zu treffen. Auch für die Gruppe, auch beim Sniper. Also es ist nicht nur, dass es irgendwie so bei einer taktischen Klasse noch die Möglichkeit gibt, hey, mach was für dein Team, sondern wahrscheinlich bei allen. Und deswegen, ich sage das deswegen noch, weil wir Heavy nicht sehen werden. Wir werden Heavy jetzt nicht sehen, der wird nicht angezeigt.
Hier natürlich auch nochmal ein Stopp wert auf jeden Fall. Wir müssen das, das ist ganz kurz nur angezeigt, deswegen machen wir die Pause. Wir sehen hier, dass es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Waffenarten gibt. Das ist doch schon mal eine ganz ordentliche Menge, vor allem dafür, dass wir, also das sind die Primärwaffen, das muss man ja auch noch betonen, wir haben hier viele Möglichkeiten, nämlich einerseits das Erscheinungsbild. Das heißt, es wird auch Cosmetics geben für das Erscheinungsbild von diesen Waffen. Dann haben wir natürlich eine Kategorisierung, also welche Eigenschaften bringen diese Waffen mit, wie genau sind sie, welche Feuerrate gibt es, Durchschlagskraft von der Waffe, Magazinkapazität, wie viel Magazin oder Munitionsreserve haben wir. Und ich denke, das macht auch wiederhin Sinn, weil wir es ja von Space Marine 1 kennen, dass ja auch mal die Munition knapp werden kann. Dann haben wir hier aber, und das ist auch interessant, Versions, und wir haben hier ein Perk Tree. Und ich gehe hier stark davon aus, wenn wir uns das genau angucken, ich habe schon lange nicht mehr mit Greenscreen aufgenommen, aber hinter mir bei diesem Relic, bei dieser Relic-Stufe gibt es auch nochmal 4 Waffen. Bei Artificer gibt es 4. Bei Mastercraft, da gibt es 2. Und das sind hier meines Erachtens keine Waffen, sondern eben Versionen von dieser Waffe. Wenn ihr nämlich die Waffe anguckt, wie sie erscheint und dann euch die Icons hier anguckt, werdet ihr sehen, dass besonders hier das vordere, wo man da vorne halt hält mit der einen Hand, das hier ist bei all diesen Waffen gegeben und es ist immer das gleiche Symbol. Das heißt, je länger man mit einer Waffe kämpft, also dieser, jeweils der speziellen Waffe, desto mehr Versionen schaltet man sich frei, weil man hier Mastery Points sammelt im Umgang mit dieser Waffe. Das heißt, man levelt auch nicht nur seinen Space Marine hoch, sondern man levelt auch die Waffen hoch, die man benutzt. Und je mehr man davon benutzt hat, je häufiger man sie benutzt hat und Mastery Points gesammelt hat, kann man sich verschiedene Versionen von dieser Waffe freischalten und hat dann mehr zur Verfügung. Und da gibt es dann wohl auch ein Perk Tree dabei, wo man dann Schwerpunkte setzen kann, vielleicht die Magazinkapazität erhöhen könnte oder die Ammo Reserve steigern kann, dass man mehr Munition im Petto hat oder hier weitere solche Dinge hier einfach den Schwerpunkt anders setzen kann oder verstärken kann. Davon gehe ich sehr stark aus. Hier auch nochmal sehen wir es, der Stalker Bolt Rifle. Das unterstreicht das, was ich vorhin nochmal gesagt habe. Wir sehen hier ebenfalls immer die gleichen Symbole. Ja, wir sehen hier natürlich auch einen ganz anderen Schwerpunkt, nämlich die Ranges hier auf 10. Das heißt auf jeden Fall eine Fernkampfwaffe hier. Und ja, cool. Going to kill you soon enough, demon! Hold fast, brother! Withstand the heat and keep moving! Jo, und das wird natürlich ein geiles Fest. Wir gehen weiter zum nächsten Trailer. Das hier ist jetzt, glaube ich, der neueste, der zum Summer Game Fest aus Mai gekommen ist. Have any of you faced Tyranids before? Only these past 2 days. Then there is much to learn. The numbers are endless. I will take you all with me. Brothers, we fight! For Ultima! Yes, hier haben wir die Info nochmal bekommen, dass am 20. Juni hier um 18 Uhr wird es einen Gameplay-Overview-Trailer geben. Bin ich natürlich heiß gespannt drauf auf das Teil. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Trailer. Hier sehen wir es, ja. Also es sind 6er-Teams. So, wenn ich mich jetzt hier loremäßig nicht irre, Chaos Space Marines gegen Space Marines. Und 6 gegen 6 eben. Typischer, klassischer PvP-Modus dann, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob es da noch weitere Modi geben wird. Ich könnte mir vorstellen, in Zukunft bestimmt. Und hier wird noch mal kurz aufgelistet. Es gibt also diese erzählte Kampagne, die kann man zu dritt auch spielen oder man kann sie selbst alleine spielen, wenn man möchte. Dann gibt es die Koop-Missionen, die man auch zu dritt spielen kann, wo man dann die Klassenwahl hat
Und hier hat man auch die Klassenwahl. Wie gesagt, hier hat man nicht die Klassenwahl meines Wissens. Also bei dieser Singleplayer-Kampagne eigentlich oder diese normale Story-Kampagne, da spielt man einen Allrounder. Und ich denke mal, die anderen zwei Spieler, die dazukommen, spielen ebenfalls den Allrounder. Denn meinen Informationen zufolge ist das nur hier mit der Klassenwahl und hier mit der Klassenwahl ein Thema. Aber falls sich da was geändert hat oder falls ich falsch informiert bin, lass es mich natürlich gerne unten in den Kommentaren wissen. That was but a taste of what is to come. Yes, und damit haben wir es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Wir haben hier natürlich auch wieder Skills gesehen, ne? Also es wird einiges geben hier, dieses Schutzschild, ja, wo wir vorhin auch kurz angesprochen haben. Es wird natürlich wieder die Dinge geben, denke ich, die wir bei Space Marine 1 hatten. Zum Beispiel das Jetpack, das wurde ja auch schon gezeigt. Und dass man da sogar wahrscheinlich durch die Gegend fliegt und während dem Fliegen auch noch Viecher abballert. Die Engine vom Studio dahinter, ja, ist darauf ausgelegt, massenweise Feinde anzuzeigen. Ne? Also World War Z, mega viele Feinde auf dem Bildschirm. Das ist eine von den größten Stärken von dieser Engine. Das heißt, ihr könnt hier einfach erwarten, dass wirklich was abgeht hier auf dem Bildschirm, dass mega viele Monstermassen auf euch zukommen werden. Es wird auch stärkere Feinde geben, nicht nur natürlich Massenbewegungen hier gegen Mobs, aber es wird auch stärkere Feinde geben. Die hat man teilweise auch schon gesehen, dass man die bekämpfen muss. Dann wird es Checkpoints geben, immer wieder während dem Spiel in der Mission, wo ihr zum Beispiel auch eine Waffe mal wechseln könnt, also die Slots austauschen könnt mit den Waffen, Munition natürlich aufladen könnt und wieder bekommen könnt. Und wie gesagt, schon die Mechanik, dass ihr wieder Lebenspunkte zum Beispiel oder sowas herstellen könnt, indem ihr Nahkampfkills macht. Das ist natürlich auch ein wichtiges Feature von diesem Game, was man sich im Hinterkopf behalten sollte. Fazit drunter, Leute. Ich freue mich persönlich mega aufs Game, wie schon gesagt. Ich feiere das richtig. Ich finde es cool, dass sie zwei Modi dabei haben, die für Langzeitmotivation sorgen könnten, wenn es gut gemacht ist und motivierend ist. Wie sehr hier, irgendwelche bezahlten Sachen mit da reinkommen, gucken wir uns jetzt gleich noch in der Übersicht an, was es da zum Vorbestellen gibt. Und da befinden wir uns hier auf der offiziellen Seite von Focus Interactive und da lesen wir schon einiges raus. Ja? Also als physische Edition für den PC gibt es das hier nicht. Die Standard-Edition, es gibt für den PC auch nicht die Gold Edition. Es gibt die Ultra Edition sowieso nur digital. Und dann gibt es halt noch die Collectors Edition und die hat für den PC einen Steam Key drin. Ja? Das sollte man im Hinterkopf behalten. Die Collectors Edition gibt es schon lange zum Vorbestellen. Die anderen drei allerdings nicht. Wir haben jetzt allerdings ja schon das Release-Date seit einer Weile, nämlich der 9. September. Hier ist es allerdings wichtig, dass wenn ihr die Gold oder Ultra Edition kauft, ihr 4 Tage früher starten könnt. Sehr wahrscheinlich, wenn alles gut läuft und so weiter. Hier unten steht es nochmal, bla 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 bla. Ne? Hängt von diesem und jenem ab. Also immer das Kleingedruckte lesen. Ansonsten heißt es dann für uns, denke ich mal, dass wir am 5. September loslegen können, wenn wir eine von diesen Editionen holen. Das Basisgame ist überall drin. Das ist ja auch hoffentlich gut so. McGregs Chosen DLC. Ja, ist auch überall drin bei dem Pre-Order. Also nur wenn ihr pre-ordert und zwar bis zum 8. September bekommt ihr diesen DLC mit dazu. Falls ihr nicht pre-ordert, bekommt ihr diesen DLC nicht. Dann geht es weiter. Es gibt einen Season Pass. Wie der Season Pass funktioniert, kann ich euch beim besten Willen nicht sagen. Ich gehe halt einfach davon aus, dass es durch Spielaktivität, dass man sozusagen Erfahrung sammelt in diesem Season Pass und sich dann Cosmetics freischaltet, um seinen Space Marine weiter zu individualisieren und so weiter. Davon gehe ich stark aus. Ich gehe auch stark davon aus, dass es Cosmetic Only sein wird. Sie werden sich da, denke ich mal, nicht in Fuß schießen und da irgendwelche spielerischen Vorteile mit reinbringen, glaube ich, beim besten Willen nicht. Aber wir werden sehen, ja, was es alles gibt. Der Gold Edition muss man mindestens nehmen, damit der Season Pass gleich dabei ist. Dann gibt es ein Ultramarines Champion Pack. Ich glaube, das ist kosmetischer Hinsicht. Und die Statue und Collector's Edition Steelbook und Artbook, das kriegt ihr nur in der Collector's Edition. Und die kostet auch ordentlich. Dann gibt es aber noch ein Gold Edition Steelbook
Und das gibt es nur bei den physischen Versionen. Das heißt, für den PC könnt ihr euch das ebenfalls abschminken. Und damit gehen wir einfach nochmal hier kurz ran und gucken, ob wir noch was rausfiltern können. Das hier ist nochmal, wie es angezeigt wird, das ist diese handbemalte Statue. Sieht sehr, sehr nice aus. Ne? Allerdings, ich glaube, die kostet 250, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und preislich müssen wir mal gucken, pre-order now. Wir gehen nochmal kurz drauf, damit wir hoffentlich die Preisübersicht nochmal haben. Genau 250 für die Collector's Edition, die Ultra Edition 99, also 100 Euro, die Gold Edition 90 Euro und die Standard Edition 60 Euro. Also alles so, wie es die meisten Spielefirmen bei großen Titeln heutzutage machen. Ist natürlich schon, ja, es ist schon Wort, ne? 100 Euro halt für das da aufzurufen. Allerdings, ja, man kann sich natürlich auch mit der 60 Euro Variante begnügen. Das ist leider heute so, dass alles so teuer geworden ist, ne? Auch mit der Standard Edition. Gucken wir nochmal hier kurz rein, damit wir hoffentlich nochmal was sehen können. Genau, hier haben wir es, Leute. Die Pre-Order Bonuses sind, dass ihr eben früher spielen könnt. Dann haben wir hier den Season Pass, da gehen wir nochmal kurz ran. Ein neues Kapitel, New Chapter Champions, nee, neue Kapitel Champions, was auch immer das sein soll. Skins für Waffen und Rüstungen. Okay, mehr dazu kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Und dann das Ultramarines Champion Pack. Das ist ein exklusives Set von Skins und For Your Power Armor and Heavy Bolter. Also habt ihr hier wirklich Cosmetics, dieses Champion Pack, Season Pass bringt Skins und ja, also wirklich Skins, Betonung auf Skins für Waffen und Rüstung. Und dann haben wir den Pre-Order Bonus, dass ihr nämlich 4 Tage früher reinkommt und dann dieser MacRags Chosen DLC. Der hat ein Ultramarines Inspired Skin Set für Bolt Rifle und Chainsword und hier diese Schulterplatte mit dabei. Das kriegt ihr als Pre-Order-Bonus, soweit ich es jetzt noch weiß, bei allen Editionen, egal welche ihr nehmt. Jo, Strich drunter, Leute. Ich freue mich drauf. Lasst mir gerne in den Kommentaren was da, ob ihr euch auch drauf freut auf dieses Game. Ich habe Space Marine 1 gerne durchgespielt, hat mir Freude bereitet und ich bin auch besonders auf die Klassen gespannt. Und auf diese Mehrspieler-Modi einfach im PvP werde mal reinschneiden. Bei diesen Koop-Missionen auf jeden Fall auch. Und dann schauen wir mal, wie lange das Ding Spaß macht. Danke fürs Einschalten, Leute. Und bis zu einem nächsten Video irgendwann mal. Haut rein und ciao.